Ja, also auf jeden Fall mega, mega atmosphärisch das Ding. Er ist nämlich gerade auch im Chat. B. Babo. Ich hoffe, es wird so richtig ausgesprochen. Und er hat mich gefragt, ob ich auf seinen Track Y reagieren kann. Das werden wir jetzt zusammen machen. Das wird jetzt ein bisschen andere Mucke werden. Ich habe keine Ahnung, wo es genau in der Rap-Richtung hingeht, so, weil ich von ihm noch keine Tracks kenne. Aber ich mache ja gerne so Blind Reactions. Deswegen werden wir jetzt einfach mal zusammen reinhören. Wir werden uns das jetzt auf jeden Fall zusammen mal anhören. Also, wer mich kennt, weiß, ich höre auch gerne mal so ein bisschen Cloud-Rap, Emo-Rap-Zeug. Also, vielleicht geht es ja in die Richtung. Let's go. Schon mal atmosphärisch und spacey auf jeden Fall. Also auf jeden Fall mega, mega atmosphärisch das Ding. Also dieser Beat, Caps Control, den Producer kenne ich auch. Also ich habe schon öfter Leute gehört, die von dem Beats hatten. Und die Beats von dem sind immer nice. Und auf jeden Fall finde ich es ganz cool, so, weil einfach diese Atmosphäre von dem Beat und darüber halt auch wirklich eher so gesungene Vocals mit ein bisschen Autotune, glaube ich, drüber. Und ja, das ist auf jeden Fall stimmig, hat auf jeden Fall eine schöne, diepe Atmosphäre, bisschen spacey so. Und ja, auf jeden Fall einfach recht chillig. So. Jo, ey, Daryl, Alter, bist im Chat am Start. Moin, was geht? Er klingt ein bisschen wie Fahrstuhlmusik. Also, ich habe Fahrstuhlmusik jetzt ein bisschen anders in Erinnerung, aber so, das. Aber keine Ahnung, es ist halt mega, mega entspannt so. Also deswegen wahrscheinlich diese Assoziation. Also, ja. Und keine Macht in Genre-Nates hieß ja, ist halt wirklich so. Also immer schön offen bleiben, auch für andere Mucke. Also das ist zumindest meine Devise. Ich habe auch in letzter Zeit so ganz komische Mucke teilweise gehört. Bei der Arbeit morgens, ich war so abnormal müde, ich konnte mir irgendwie keine vernünftige Mucke geben und ich habe halt Homeoffice gemacht, aber ich wollte Musik hören. Da habe ich so durch so Chill-Out-Playlists durch, da habe ich so Smooth Jazz gehört, dann habe ich so Reggae gehört, dann habe ich Post-Rock gehört und sowas. Ey, aber teilweise waren das schon ganz, ganz chillige Sachen auf jeden Fall dabei. So, aber ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal den Track zu Ende. Also, ich muss halt sagen, ich persönlich kann mit solcher Mucke schon was anfangen. Ist auf jeden Fall ziemlich atmosphärisch so. Ich finde den Track ganz nice auf jeden Fall. So kann man sich auf jeden Fall mal anhören, safe. Und ja, auf jeden Fall ist er auch noch ein sehr, sehr,
sehr, sehr neuer Künstler wahrscheinlich. Also ich meine, ist wahrscheinlich noch nicht so mega viel rausgekommen. Lass mal nachschauen hier direkt. Ach so, hä, das sind. So ist das rausgekommen. Ja, hier sind zum Beispiel, obwohl. Stimmt das, dass erst seit. Wann ist der erste Track hier rausgekommen? Dann lass mal nachgucken. Also sind schon viele Tracks rausgekommen, lol. Hätte ich gar nicht gedacht. Der erste Track dann. Dezember, Alter, wie viel ist denn seitdem dann rausgekommen? Ja, das ist halt so der Rap-Lifestyle, Alter. Einfach ganz viel Mucke raushauen. Ja, aber wie gesagt, ich finde es ganz nice so. Ich kann auf jeden Fall mit solche Mucke gut hören, so. Ist halt voll entspannt so. Und keine Ahnung, ich fahre ja zum Beispiel auch von Nothing Nowhere diese, wie heißt sie, die One Take, das One Take Album, was er rausgebracht hat, finde ich auch ziemlich nice. Und ja, auf jeden Fall cool. Also wenn man Bock auf was richtig Chilliges hat, so mit bisschen spaciger, bisschen emotional Atmosphäre, dann kann man das auf jeden Fall gut hören, würde ich sagen. So, und dann muss ich auch mal hier wieder in den Chat schauen. Ihr seid ja alle voll aktiv hier, was geht, Alter? Jo, André schreibt noch, ich höre beim Kochen immer Techno-Radio. Ja, okay, kann man auch hören, wenn man auf sowas Bock hat, ne? Ist jetzt nicht so meine Mucke, aber kann man auch, wenn man Bock hat. Also, ja, wie gesagt, immer auf, obwohl ich war mal auf so einer. War das Techno oder Elektro? So eine Hausparty? Da war das mega entspannt. Da hat das voll Bock gemacht. So, Daryl schreibt noch hier: Ich höre Wolle, pur Bones MC, Raf Camora, Hardstyle. Ich bin offen wie eine Puffmama. Beste Aussage, Alter. Ja. Also sind jetzt alles nicht so Künstler, die ich so mega feier. Vor allem, I don't know. Also ist nicht so die Mucke, die ich jetzt so höre, aber Digga, wenn du da Bock drauf hast, dann gönn dir, Alter. Obwohl Bones hat, hier, ich habe ja mal eine Reaction auf Bones gemacht mit Du fuckst mich nur ab und den Track fand ich tatsächlich ganz nice, tatsächlich. Obwohl Bones eigentlich nicht so mega meine Mucke ist. Und was schreibt hier noch der Ritter? Ein Maurer bei uns auf Baustelle hört immer Schlager und singt mit. Machen viele Handwerker, schreibt Sebastian. Daryl dann so, weil die meisten schon drei Bier Intus haben, haha. Ja, ist so, Digga. Erst mal morgens auf Arbeit einen kippen. Also, ich bin kein Handwerker, kann ich mir vorstellen. Und dann schreibt Sebastian noch: Du sprichst original von unserem Nachbarn Dachdecker, hört Schnulzen und immer eine Kanne Bier am Start. Läuft bei dem, Alter. Was? Der Ritter schreibt so: Tatsache, säuft niemand bei uns, Daryl, so, dann läuft was falsch. Ja, also, was ich auch so gehört habe, so aus ein paar Handwerkerfirmen. Die sind immer schön am Süffeln. Yo, Flo, WAW, Alter, moin. Ehre fürs Reinfolgen. Und yo, der Artist, auf den wir gerade reagiert haben, schreibt auch noch in den Chat: Ja, ich mache seit einem halben Jahr Musik und nehme eigentlich jeden Tag einen neuen Song auf. Danke für das Feedback. Yo, yo, gerne. Gerne. Mache ich immer gerne solche Videos und sowas oder Streams. Einfach ein bisschen neue Mucke und sowas ist immer geil. Und ja, krass. Also, das ist halt echt so Rapper-Lifestyle, dass man so ultra viel Mucke raushaut. So, keine Ahnung, bei so Metalcore oder so geht das gar nicht, Alter. Da brauchst du so 10 Jahre, um das irgendwie fertig zu machen. So, die Songs, damit die dann richtig fertig sind und so. Aber ja, auf jeden Fall chillig. Also, mach auf jeden Fall weiter mit der Mucke. Und bin gespannt, wohin sich das noch entwickelt. So.